Nicht nur gute und schlechte Spiele bestimmten das PC-Jahr 2013. Es kristallisierten sich auch wieder einige nachhaltige Trends heraus. So steht beispielsweise inzwischen für viele fest, dass die Oculus Rift-Brille das Thema Virtual Reality wieder salonfähig machen wird. Vor allem dann, wenn die Endkundenversion des Hightech-Nasenfahrrads Ende 2014 inklusive Full-HD-Auflösung auf den Markt kommt. I set out to change that with the Oculus Rift. Eine weitere Erfolgsgeschichte waren 2013 die sogenannten Humble Bundles, also Spielepakete, deren Kaufpreis man selbst festlegt und bei denen der Kunde selbst entscheidet, welchen Betrag er spenden und welchen er den Entwicklern zukommen lassen will. The age of humanity has long passed. The endless conflict continues to march into the vast darkness of space. Nicht ganz so positiv ist das aktuelle Phänomen Early Access. Wie die Bezeichnung bereits deutlich macht, bringen Entwickler so unfertige Spiele quasi als Testlauf unters Volk. Und das für bares Geld. Das Gute daran ist, dass man als Spieler mit seinem Feedback direkten Einfluss auf die Entwicklung des jeweiligen Titels nehmen kann. Die Kehrseite der Medaille: viele Entwickler nutzen diesen Weg ganz offensichtlich, um schnell an Geld zu kommen. Apropos Geld. Das gute alte Abo-Modell bei Online-Spielen hatte im Jahr 2013 einen schweren Stand. Der neue Goldesel heißt Free-to-Play. Titel wie World of Tanks oder War Thunder sind nicht nur qualitativ hochwertig, sie können auch komplett kostenlos gespielt werden. Wer unbedingt besondere Panzer oder Waffen haben möchte, der muss eben ein paar Euro berappen und finanziert so das ganze Geschäftsmodell. Und dann waren da ja noch die ganzen Crowdfunding-Projekte. Inzwischen hat fast jedes Entwicklerstudio einen entsprechenden Titel in der Pipeline, der vorab durch die Spielerschaft finanziert werden soll. Der absolute Mega-Krösus ist dabei Star Citizen von Chris Roberts. Die Weltraum-Sim hat über 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Wer da noch von einem Indie-Projekt spricht, der hat den Schuss nicht gehört.